Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Fallout 76. Und wir werden jetzt nochmal die Läuferprüfung der Responder versuchen, Schrägstrich der Feuerteufel. In der Hoffnung, dass das alles hier gut läuft. Ah, im wahrsten Sinne des Wortes gut läuft. Yes. Prüfung eingeleitet. Ersten so. Kontrollpunkt aktivieren. So, Hammer. Dann geht's jetzt mal los. Ach, fuck, bin ich jetzt schon wieder in die falsche Richtung gerannt. Ich hasse es. Hallo? Hier ging's irgendwie durch. So, hier rauf. Und dann hier rüber, genau. So, hier. Entlang runter. Oh my. So. Und dann erstmal hier ordentlich in Richtung des Charleston Verwaltungsgebäudes. Ja, wir sind total körperlich verausgabt hier. Aber die AP, die gehen ja auch wieder hoch. Insofern alles gut. Also, schaffen wir schon. Oh, wenn das Gelände uns nicht wieder umbringt oder so. Ja, aber das ist jetzt auch keine krasse Sache hier. Wenn man den Weg mal kennt, dann ist das nicht tödlich. Kontrollpunkt aktiviert. Rückkehr zum Start. Okay. Dann mal fixi-fix hier. Huch. Falsche Richtung. Oh, oh, oh. Nicht, dass wir jetzt hier beim Rückweg uns wieder irgendwie verlaufen. So, erstmal einen Nuka-Cola zischen. Und gleich mal hier eine Nuka-Cola-Kronkorken rausgezogen. Auch gut. So, aber das schaffen wir. Das ist jetzt alles nicht so wild. Von der Entfernung her ist das jetzt machbar. Vor allem, ich meine, wir schummeln ja so ein bisschen. Mit Nuka-Cola. So, hier geht's auch gleich wieder in die Bude rein. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar geschenkte Sekunden. Ja, ja. Also wenn man jetzt hier einigermaßen schon Punkte reingesteckt hat in die Werte, dann ist das auch machbar. Ich hatte ja nur erst Wegfindungsprobleme. So, klick. Herzlichen Glückwunsch, Bewerber. Yeah. Greifen Sie bitte auf das Terminal zu, um die letzte Prüfungsunterweisung zu aktivieren. Na, was bin ich doch für ein toller Läufer hier. Yay. Das gab auch wieder ordentlich XP. Ah, nicht schlecht. Coole Sache. Okay, starte die Abschlussprüfung. Mal gucken, was ich jetzt hier machen muss. So, Abschlussprüfung einleiten. Hallo Bewerber. Hier spricht Melody Larkin, Captain der Feuerteufel. Glückwunsch, du bist schon weit gekommen. Bis vor kurzem hätten wir dich als letzte Prüfung durch einen einfachen Bergwerksbrand geschickt. Aber heutzutage haben wir Wichtigeres zu tun. Okay. Die verbrannten Bestien strömen durch den Big Ben-Tunnel und lassen sich weder von tödlichen Dämpfen noch von Gluthitze aufhalten. Jemand muss dem ein Ende setzen. Und die Feuerteufel sind die einzigen, die dafür über die nötigen Kenntnisse und Mittel verfügen. Als Abschlussprüfung durchläufst du also einen von unserem Lieutenant Madigan erdachten Parcours, auf dem du lernst, wie man diese Verbrannten erledigt. Begib dich zum Belching Betty Schacht, wenn du bereit bist. Unser Betreuerbot Bernie wird dich einweisen. Wenn du lebend und als Mensch zurückkehrst, bist du dabei. Oh, geil. Das macht mir jetzt ja mal so richtig viel Mut. Huch. Oh, bitte nicht. Moment. Der Server macht Dinge. Okay, da bin ich wieder. Ich bin mal schön aus dem Server rausgeflogen. Hab mich jetzt neu eingeloggt. Hoffe, dass das reicht. Und ja, jetzt werden wir uns natürlich an den Ort des Geschehens begeben, in den Belching Betty Schacht. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich habe nämlich absolut keinen Peil. Also ich schätze mal, wir werden uns durch eine kleine verbrannte Horde durchkämpfen müssen oder so. Mal gucken. Ja, ja, ihr blöden Maulwurfsratten, geht irgendwo anders hin spielen. Ich bin jetzt nicht interessiert gerade. Oh Mann.
Aber das ist doch eigentlich ganz witzig. Also ich weiß nicht, diese Responder-Sachen haben hier schon immer Spaß gemacht. Huch. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh. Oh, ist da noch einer? Wo denn? Ich sehe ihn gerade nicht. Oh, hier vorne ist zumindest irgendwas Verbranntes. Bist du ein Ghoul? Ja, Ghoul. Oh, da oben sind Supermutanten, okay. Erstmal Licht anmachen. Splittergranate, auch okay. Ich habe das vage Gefühl, dass das jetzt hier so ein bisschen ungesund ist. Irgendwas ist in der Bude hier drin. Mal schauen. Oder nebendran. Könnte auch sein. Oh, den hat es auch nicht gut erwischt hier. Mal schauen. Ich gehe einfach mal hier oben rum. Freue mich über das gute Wetter und die schöne Aussicht und so. Ja. Aber ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass das Ash-Heap ein bisschen ungesund wird. Also ich glaube, die Orte, an denen irgendwelche fiese Strahlung austritt, die ist die sind erstmal noch fern. Das sind ja immer so rauchende Erdspalten, wo dann die ganze komische Siffe rauskommt. Und ich höre hier im Hintergrund immer noch ein paar Supermutanten, aber ich glaube mal, das läuft. Upsa. Kriegen wir hin. Und nebenher werde ich ja immer noch geheilt, Gott sei Dank. Also wir sind jetzt, glaube ich, in der richtigen Straße unterwegs. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was mich da erwartet. Aber ich würde wetten, es geht um Metzeln und sehr viele Verbrannte und so. Mal schauen. Ich hoffe einfach, dass es cool wird. Und ja, dass wir uns dabei nicht so blöd anstellen wie jetzt bei dem Läufer-Ding. Aber ich muss gestehen, ich fand die Hinweispfeile auch ein bisschen schwer zu finden. Also das hat jetzt nicht unbedingt so viel Spaß gemacht. So. Ich frage mich allerdings, ob es diesen Läufer-Parcours früher schon gab. Ich war im Charleston Herald schon ein paar Mal drin, aber diese Maschinen sind mir nicht aufgefallen. Also ich würde mal fast vermuten, dass das irgendwie neu ist. Dass der Parcours entweder früher woanders war oder es den einfach nicht gab. Keine Ahnung. Also falls irgendjemand von euch diese Quest schon mal gemacht hat, dann sagt mir doch bitte... Oh, ach. Man entkommt dieser Quest einfach nicht. Jetzt findet man hier auch schon irgendwelche armen Schweine von... Das zerrissene Kleid, ja, das nehme ich aber mit. Das ist schön. Ich mag es. Es ist, ich weiß nicht, der Orden der Mysterien ist einfach eine meiner Lieblingsquests. Wird immer so bleiben. Ich werde sie jetzt nicht nochmal machen, auch wenn es cool wäre, weil die Waffen, die da zu holen sind, einfach sehr, sehr cool sind, also sehr hilfreich. Oh, fuck. Sind hier schon wieder irgendwelche Wölfe? Pumpgun. Erstmal alles laden. Und dann freundlich Hallo sagen. Alter! Erstmal treffen. So, jetzt aber. Kommen da noch mehr? Ja, wahrscheinlich schon. Klingt fast so, ja. Alter? Geht ihr jetzt? Ein Wolf tot. Noch ein Wolf tot. Habe ich dich jetzt? Feuerteufel, Bewerber entdeckt. Oh. Ausrüstungsticket ausgegeben. Alter. Holen Sie bitte Ihre Ausrüstung ab. Na also. Boah. Ich bin jetzt auch immer noch nicht wirklich gut im Schießen. Ich gebe es ja zu. So, meine Ausrüstung? Wo kriege ich die denn? Hallo Bernie? Ah, ich muss jetzt erstmal... Hinweise zur Abschlussprüfung werden mit der Bewerberausrüstung ausgegeben. Okay, kriegen wir hin. Sieht jetzt alles so ein bisschen fertig aus hier, aber... Hoffen wir einfach mal, dass ich jetzt hier nicht gleich irgendwie verqualme oder mir die Lungenseuche einhole oder irgendwie sonst irgendwas. Mal gucken. Dem Ash-Heap traue ich nicht, was das angeht. Er ist echt eine eklige Gegend. Ah, okay. Ich sehe hier schon ordentlich gerauchendes Zeugs. Und hier ist auch schon wieder so ein wilder Ghoul. Ein Offizier.
Soll ich den umhauen? Ich würde mal fast wetten, dass es sich wahrscheinlich lohnen würde. Alter! Gehst du weg? Jetzt aber. Der hat natürlich einen Code-Abschnitt mit dabei, den kein Mensch braucht. Aber ich habe Standort Bravo jetzt gefunden. Das ist cool. Standort Bravo. Auf meiner sehr, sehr leeren Karte. Irgendwo ist er. Keine Ahnung wo. Shit. Da könnte ich jetzt relativ lange suchen, glaube ich. Das hier ist Camp McClintock. Egal. Brauchen wir jetzt eh noch nicht. So, erstmal ein bisschen Schrot auffüllen. Oh, das sieht ja wirklich böse aus hier, meine Güte. Belching Betty. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Das sieht sehr, sehr, sehr fies aus. Aber hier, Responder, Feuerteufel und überhaupt. Hier ist nochmal eine Power-Rüstung mit ein bisschen Fusionskern drin. Ausrüstungsausgabe aktivieren. Glück. Ah, ich krieg hier eine Gasmaske. Cool. So, was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen? Wäre ganz cool, wenn man zumindest irgendwie... Okay, Feuerteufel-Uniform, Helm, Ticket für Feuerteufel-Ausrüstung entfernt. Cool. Das will ich doch mal anziehen hier, klar. Anti-verbrannten Trainingspistole. Okay. Also ich muss offensichtlich mit der Knarre hier schießen. Oh Gott. So, also Waffen, anti-verbrannten Trainingspistole. Die sieht aber schon ziemlich fertig aus. Oh Gott. Erstmal laden. So, jetzt bräuchte ich natürlich noch dieses schicke Teil. Das Band, auf dem meine Infos sind. Ups. Hallo? Habe ich das Band eventuell gekriegt? Warte mal, ich guck mal eben. Holobänder. Ah, hier. Willkommen zur Abschlussprüfung, Rekrut. Ich bin Hank Madigan, Lieutenant bei den Feuerteufeln. Die Prüfung ist ganz einfach. Erreiche den tiefsten Punkt des Bergwerks, aktiviere die Notbarke und komm wieder hoch. Du musst lediglich ein Stückchen Hölle auf Erden und alle Verbrannten überleben, die es sich dort gemütlich gemacht haben. Ich weiß, dass das extrem ist, aber wir müssen wissen, ob du es packst, bevor ein halbes Dutzend anderer Leute sich auf dich verlässt. Allerdings gehst du nicht mit leeren Händen rein. Neben deinem Anzug hast du auch noch eine modifizierte 10mm. Wir haben herausgefunden, dass die Verbrannten abgereichertes Ultrazit überhaupt nicht mögen. Also haben wir einen Ausflug zum AMS-Hauptsitz gemacht, um rauszukriegen, wie man das Zeug herstellt. Effektiver kann man sie nicht erledigen. So, Zeit zu beweisen, dass du es sinnvoll einsetzen kannst. Anzug an, bereit machen und ausrücken, Rekrut. Oh, cool. Ja, dann mal rein. Uff. Ja, das könnte lustig werden, wenn ich jetzt hier mich durch Horden von Verbrannten durchprügeln muss. Schrägstrich durchschießen mit einer 10mm, weil ich in sowas ja richtig gut bin. Oh Gott. Also das sieht jetzt hier schon sehr vertrauenerweckend aus. Nicht wirklich. Oh Gott. Erreiche den tiefsten Punkt der Mine. Ja, ich glaube, das hier ist jetzt aber nicht der richtige tiefste Punkt. Wo muss ich denn hier eigentlich rein? Hier? Hier dann oder was? Ah, entsperrt über... Ah, übers Terminal. Okay, warte mal. Hier. Warnung, nicht betreten. Ist okay. Bitte öffnen. Ich weiß, dass das ungesund hier ist. Oh, fuck. Wie sieht's denn hier aus? Ach, du Scheiße. Alter Schwede. Okay. Hat schon mal jemand erwähnt, dass das hier keine schöne Gegend ist? Oh, fuck. Überall brennt's? What the fuck, ey. Okay. Ich will hier eigentlich gar nicht lange stehen bleiben. Scheiße. Okay, hier sind schon die ersten Opfer der verbrannten Seuche. Aber auch die ersten Verbrannten. Ja, Schmerz. So, den habe ich. Okay. Hier ist ein
Feuerteufel. Oh, das sind ja nochmal 10 Knarren drin. Cool. 10 Knarren, sage ich schon. 10 Schuss. Psycho. Na, da freut man sich doch. Boah, tiefster Punkt, Leute. Ihr habt doch echt einen Sparren locker hier. Also wenn hier jetzt eine Klobombe drin ist, dann werde ich sauer. Nope, ist nicht. Okay. Aber ich schaue mal, ob man bei den anderen Leichen hier dann auch noch ein bisschen Munition findet. Also im einen war welche drin, im anderen... Mal gucken. Tagebuch des Jägers der Verbrannten. Läuft es? Ja, das rote Licht leuchtet. Also ist es an. Hier spricht Maxine Ballard, Truppführer der Jäger der Verbrannten. Wir nehmen das hier auf, um unseren Abstieg ins Bergwerk Belchim Betty für die letzte Prüfung zu dokumentieren. Also, welche Prüfung? Ach so, richtig. Für die letzte Prüfung der Feuerteufel. Wir sollen da runter, die Notbarke finden und nach Verbrannten Ausschau halten. Kinderspiel. Bist du dir da sicher? Wenn es ein Kinderspiel ist, warum hat da noch keiner diese Prüfung bestanden? Weil keiner so gut war wie wir. Wir jagen die Verbrannten bei den Farmen schon seit Tagen. Wie schwer können da schon ein paar von denen in der Mine sein? Reiß dich zusammen. Kommt schon, Leute. Lasst uns zusammenhalten. Maul halten, alle zusammen. Also gut, Jäger der Verbrannten. Ladet eure Waffen. Bringen wir die Show über die Bühne. Okay, das ist das nächste wahrscheinlich. Okay, Truppführer. Tim und Andrew sind beide tot. Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Schnauze frei. Die Aufnahme läuft. Eintrag 2. Wir haben Timothy Wolf und Andrew Rhodes an einen Schwarm Verbrannter verloren. Der Rest hat es mit knapper Not geschafft. So langsam fange ich an zu glauben, dass Melody Larkin die Härte dieser Prüfung unterschätzt hat. So ist es, verdammt doch mal! Das ist Selbstmord! Zur Hölle damit, ich hau ab! Nein, du haust nicht ab! Du bleibst bei uns! Warum? Damit wir nacheinander draufgehen, bis wir alle tot sind? Ha, ohne mich! Weißt du was, Sai? Seit wir die Verbrannten bei den Farmen angegriffen haben, benimmst du dich wie ein Feigling. Und jetzt sind Tim und Andrew deinetwegen tot! Wovon zum Teufel redest du? Ich habe es gesehen, Max. Die Verbrannten haben uns in den Tunneln von allen Seiten attackiert. Tim und Andrew hielten die Stellung. Sie sagten, Sai soll ihnen den Rücken decken. Hat er aber nicht. Er ist weggerannt, sodass ihre linke Flanke voll entblößt war. Darum hat es sie also erwischt. Bullshit! Sie lügt, Max! Hört auf damit, alle beide! Sylvester, wenn du gehen willst, dann geh. Aber wir bleiben. Und wir haben auf dem Weg hierher garantiert nicht alles ausgelöscht. Aber merk dir meine Worte. Selbst wenn du es schaffst, wirst du nie wieder diesem Trupp angehören. Schön. Dann fahrt beide zur Hölle. Ich verschwinde hier! Du lässt ihn wirklich gehen? Ja, Rita. Ohne ihn sind wir besser dran. Hm. Okay. Ist allerdings die Frage, wie man da jetzt runterkommt. Ich glaube, das war die falsche Abzweigung hier. Ich meine, hier geht's wieder hoch. Zurück. Ich glaube, ich muss dann an der anderen Ecke noch woanders rein. Boah, aber das ist hier schon so ein bisschen sehr creepy, ehrlich gesagt. Und ich würde mal wetten, dass ich die restlichen meiner Helden hier dann da unten finde. Boah. Das ist echt nicht schön hier. Also ich war jetzt hier... Okay, ich glaube, ich nehme die andere Abzweigung. Boah. Also in so einer brennenden Mine rumzurennen, macht jetzt nicht wirklich viel Spaß, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich... Boah. Und immer kriegt man so ein bisschen extra Schmerz. So, das war es jetzt hier offensichtlich nicht. Ich frage mich, wo ich lang muss hier in der Gegend. Das ist jetzt natürlich wieder so ein richtig geiles Teil. Gib mir irgendwas, wo ich mich verlaufen kann und ich verlaufe mich garantiert. Aber ich habe glücklicherweise auch genügend Heilzeug dabei. Insofern macht mir das jetzt erstmal nicht so viel Angst, ehrlich gesagt. Also wir waren jetzt hier drin. Wir gehen dann einfach hier entlang und schauen, was es dann hier noch zu finden gibt. Alter Schwede. Meine Güte. Aber unser Voraustrupp, der hatte hier offensichtlich nicht sehr, sehr, sehr viel Spaß. So, gucken wir doch mal.
Also es brennt hier zumindest nichts. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Oh, hier sind noch welche. Au. Au. Okay, hier ist der nächste. Wow, das Ding verzieht aber auch ganz schön. Scheiße, echt. So, wo ist denn jetzt der letzte hier? Alter. Alter, bleib doch mal stehen, bis ich dich tot hab. Sauerei. Okay, ich denke mal, ich werde mich mal eben kurz heilen hier. Ich habe genügend Stimpacks, das ist das Gute an der Sache. Boah, das ist aber echt nicht schön hier, meine Güte. Oh Mann, also diese letzte Prüfung, die hat es ja schon so ein bisschen in sich. Die ist vor allem auch etwas verreddeter. Das ist ja mal richtig eklig hier. So, aber der tiefste Punkt der Mine, da geht es ja noch ein gutes Stück runter, wenn ich mir das richtig angucke. Ja, da dürfte es dann hier noch weitergehen. Hier wahrscheinlich nicht, aber hier schon. Vor allem, weil hier wieder irgendwelche verbrannten Gurken. So, dich haben wir auch. Okay. Gibt auf jeden Fall eine Menge Schrotmunition. Ich bin ja schon mal froh, dass ich eine Menge 10mm Zeug mit habe. Das kann mir jetzt hier nur nützen. Aber ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich mich jetzt wieder verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei meinen lustigen Feuerteufel-Aktivitäten hier im brennenden Minenschacht. Also macht es gut bis dahin, habt eine schöne Zeit und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mal gucken, wie es hier dann weiterläuft. Wie die Story vor allem von diesen Feuerteufeln weitergeht, die hier in den Schacht rein sind, um die Prüfung vorzubereiten. Mal gucken. Also, macht's gut bis dahin und tschüss.